schau jetzt Mert seinen Vlog an, danach gehen wir mal rein ins RP. Schau mal an, Tipinisikim Land, Mert. Assalamu alaikum, Leute, was geht ab? Heute sind wir in Hamburg. Ich wollte gar nicht hier hinkommen. Es hat sich irgendwie spontan geklärt, dass ich trotzdem irgendwie ein Ticket bekommen habe. Hinter der Kamera. Stark. Türkiye, rede, unser albanischer Bruder Almi. Wir haben gute Tickets bekommen für 270 Euro. Die Tickets haben sowieso schon einen Wert von 200 Euro. Ja. Heute brauchen wir nur einen Unentschieden. Leute, ihr habt das alle mitbekommen, was gestern passiert ist. Österreich ist Erster. Somit würden wir bei einem Unentschieden im Achtelfinale gegen Österreich spielen. Ich möchte Österreich nicht schlecht reden. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir besser sind Österreich als Österreich. Ist gut. Aber Österreich hört sich besser an als Frankreich oder Holland. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem riesen Respekt vor Österreich. Vor allem, wir haben das letzte Spiel 6-1 verloren. Auch Chat, was meint ihr, Türkei gegen Österreich? Wie wird's enden? Ich hab schon Respekt vor Österreich. Boah, Bruder, Österreich wird schon knapp, ne? Sag ich ehrlich. Also, wenn Türkei so spielt wie gestern, dann wird uns Österreich auseinandernehmen. Wir müssen schon, wir müssen echt Gas geben jetzt, Bruder. Das wird so spannend. Wallah, 6-1 Österreich. Österreich, aber wichtig ist, dass wir heute auch nicht, dass wir unentschieden spielen. Ich sag euch ehrlich, das letzte Portugal-Spiel, ich war so enttäuscht von Türkei, dass ich heute Leistung sehen will und ich möchte heute einen Sieg sehen, weil sonst brauchen wir gar nicht ins Achtelfinale gehen. Ich hoffe, Türkei rasiert heute. Wir gehen ins Stadion, kommt mit. Das Hamburg-Stadion ist auch so ein geiles Stadion. Und wie lange das Stadion schon gibt, boah, ich bin gespannt, wie es von drinnen aussieht. Tschüss! Oder? So, Freunde. Ja, einfach so. Hier geht's jetzt ins Stadion, einfach von draußen. Wir sind ums Stadion reingegangen, wir könnten theoretisch in jede Abteilung reingehen. Boah, das sieht schon geil aus. Wow, Digga. Ich liebe Blau-Weiß. Mh, lecker Haribo und schöne Schweinegelatine. Boah, guck mal, wie geil das Stadion aussieht. Wow. Ja, welches ist denn das größte Stadion in Deutschland? Allianz Arena, ne? BVB, das Dortmund-Stadion. Wie viele Leute passen da rein, Chat? In das Dortmund? 80.000 Leute, uff. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Da sind überall Türkei-Flaggen. Okay, krass. Einfach choreomäßig geplant. Einfach vorher schon hier drinnen. Richtig geiles Stadion. Boah, ich freue mich drauf. Okay, wir haben jetzt unseren Block gefunden. Direkt bei den Tschechen. Kann sein, wenn Türkei heute gewinnt, die werden uns totschlagen. Ah, passiert nichts, Digga. Was soll passieren? Ich habe eh keinen Bock mehr. Komm, schlag mich tot. Ich habe doch keinen Bock mehr, Digga. Okay, Reihe 16, Platz 30. Oh, es geht weiter rein, es geht weiter rein. Bruder, ey, stark. Ja. 270 Euro? Wow. Ich find's auch geile Plätze. Wir lassen mich sogar von einem Tschechen kaputt schlagen, sag ich ehrlich. Ja, soll die mich schlagen? Was soll passieren, Digga? Sollen komm, Digga. Wir haben keine Angst, Digga. Wo denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Das ist unsere Aussicht. Es geht nur noch besser, wenn man weiter reingeht, bisschen. So 20 Meter. Sonst sind wir schon Maximum. Natürlich bis. Ich fand Tschechien gestern unsportlich, meiner Meinung. Warum? Ich fand, es war, Bruder, der Schiri war ein bisschen komisch, ja. Alter, dieser Schiri, Bruder, der ist mir gestern voll auf den Sack gegangen. Die ganze Zeit gelb, 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 gelb. Der hat von gelb geträumt. Bisschen an der Ecke, aber egal, ey, komm, das Tor ist zwar ein bisschen scheiße, dafür habe ich hier die perfekte Aussicht. Ich will auch gar nicht mehr drum rumreden. Wir sehen uns direkt beim Anpfiff, genau. Yes! Geil gemacht. Tschüss, Bruder, schaut euch das mal an, Land. Alter, Alter, Alter. Bruder, das ist so heftig, wie viele Menschen da sind, ne? Boah, ich schwör's dir, wäre ich Hacker, ich würde am liebsten hier meinen Stream laufen lassen jetzt, dass jeder zuschauen muss. Leute, wir sind wie geil wäre das? Block, aber noch, wenn ihr uns hier nicht tot, weiß ich auch nicht. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Alter, Alter. Oh, Türkiye! Wir sind mitten in dem Tschechenblock, denk. Wenn Mert dort eine Ansage bekommen hätte, ich schwör, das wäre so witzig geworden. Ja, Alter, Junge. Denk mal, der schreit. Einer nimmt Merts Handy weg und sagt, setz dich jetzt hin, Land. Höre, ich höre dich. Aber egal, erste Halbzeit haben wir eine gute Sicht. Hat er bekommen? Okay. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Danke. Mir geht's gar nicht gut. Bruder, weißt du, wie der sich fühlt? Er fühlt sich gerade bestimmt so, wie wenn ich jetzt in Sylt Urlaub machen würde. Das ist einfach so unangenehm, weil er der Einzige ist, der Türke dort zwischen ganzen Tschechen und Tschechen ist. Türkiye! Aber okay, der schreit immer noch. Türkiye! Türkiye! Ah, okay, da sind noch ein, zwei andere. Heide! Heide, ganze Stadion ist ruhig. Alle sind ruhig, bitte! Jetzt kommt das Tor, oh mein ne? Gott, bam! Die kam auch. Jetzt. Heide, Arda. Heide, auf rum. Ortalı çek.
Mach was! Ja! Ja! Nein, das war's nicht. Er rutscht aus! Er rutscht aus! Er rutscht aus! Nee, das war's. Ja! Ja, Kenan! Kenan! Oh, 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 oh. Sehr schön! Mann, warum rutschen die aus? Die rutschen die ganze Zeit aus! Arde, danke schön, danke schön. Danke dir. Was ein Fehlpass! Warum diese Fehlpässe? Bruder, es geht schon wieder los mit nur Fehlpässen, ja? Ich kann das nicht, Jungs, bitte, wir müssen hier gewinnen. Ein Unentschieden reicht uns auch, aber was... Schau mal, der da hinten. Der ist so... Und wann hält denn der Türk da vorne endlich die Fresse, dass ich das Spiel anschaue? Bring mir das, Bruder, ich will Dominanz zeigen. Ich will einmal vernünftig gewinnen, ja? Halt, Arda, halt, Arda! 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 Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Unglaublich. Geil gefangen. Dieser Schuss war nur für die Spielstatistik. War nichts Wildes. Aber bis jetzt ein geiles Spiel, Digga. Wir sitzen nur an der falschen Position. 100%, wir kriegen heute Schläge, 100%. Hier passiert irgendwas leicht. Sehr schön. Das war kein Foul. Ey, das ist Foul. Stark, stark. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Yeah. Gelbe Karte. Bravo. Gelb rot. Gelb rot. Stark. Zwei gelbe Karte, raus! Raus! Und so schnell sind sie leise! Und so schnell sind sie leise! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Boah, Bruder, das provoziert die bestimmt so krass gerade, ne? Warum machen die das denn? Warum machen die überhaupt Chat alle in einem Ding? Wieso machen die nicht, ey, das ist doch voll gefährlich. Stellt euch mal vor, also klar, jetzt so mich wird's jetzt nicht jucken. Ich kann mich verteidigen oder klar, wenn es mehrere sind, dann kann halt mal was Schlimmeres passieren. Aber stellt euch mal vor, da ist jetzt halt so eine unschuldige Frau mit ihren Kindern und die sitzt mitten da bei diesem ganzen Ding. Du kannst heutzutage gar nicht wissen. Mert hat Tickets von Internet. Ich glaube, der hat die nicht von Internet. Ich glaube, der hat sie dort vor Ort gekauft. Die Ecke brennt jetzt unter. Zu irgendeinem Typen. Oh mein Gott, wir kriegen Schläge. Mit schwarzem Mantel. Wir kriegen Schläge. Wir kriegen Schläge. Boah, ist mir so scheißegal. Die sollen mich hier und jetzt kaputt schlagen. Ist mir scheißegal, Digga. Rede. Und wenn ich mit blauer Auge und gebrochene Nase heute nach Hause gehe, ist mir scheißegal, was, Bruder. Einfach ein Albaner wird heute kaputt geschlagen. Was hast du damit zu tun? Einfach ein Albaner sitzt hier, Junge. Hier ist ein Deutscher, er ist Deutscher einfach. Ein Albaner und ein Deutscher. So, Spiel geht weiter. 22. Minute, rote Karte, Tschechien. Alter. Aktuell haben wir die Nachricht bekommen, 1-0 Georgien. Das ist eigentlich für niemanden gut. Nicht gut für Tschechien, auch nicht gut für Türkei. Wenn Georgien gewinnt und Tschechien gewinnt, dann ist Hype vorbei. Danke, Rookie. Dann sehen wir auch kein Österreich. Das Einzige, Dankeschön. Was wir sehen, ist nichts. Wir sehen schwarz. Danke dir. Ach, Jungs, ach, Jungs. Aha! Oh mein Gott! Arda Güler! Arda Güler! Ey, der Typ wollte Fallrückzieher machen, wenn das Ding durchgegangen wäre. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Alter Schwede, Bruder, der Typ versucht hier einen Fallrückzieher, ja? Heide, komm, Arda. Heide, komm. Wenn einer gute Ecken machen kann, dann du. Sehr schön. Sehr schön, Ecke! Boah. Oh Mann! Oh, wir Mann. Kommen doch, wir kommen doch! Oh, Mann. Heide, komm! Ey, hier wird einer nicht stritten. Ey, wo, was ist der Schlägerei? Ich wo, zeig, ich will die Schlägerei sehen. Die Typen hier sind betrunken, die machen die ganze Zeit Stress. Die Tschechen sind gerade mies getriggert und fangen schon an zu pöbeln. Der Alkoholspiegel ist noch ein bisschen hoch bei den Tschechen. Die suchen richtig Streit. Ich merke auch, wie irgendwelche Frauen, Bruder, versuchen mich zu provozieren von hinten. So richtig schlecht versuchen die zu provozieren, Bruder. Ich gehe aber nicht drauf rein. Aber ich sage, kann sein, dass gleich ein Tscheche den ersten Körperkontakt suchen wird. Und dann wird es hier auf jeden Fall krachen. Und ich... Ich höre stark. Ich höre, wir provozieren nicht mal, ne? Höchstens, wir feiern mit. Nein, ihr provoziert gar nicht. Gar nicht, gell? Ihr schreibt raus zu deren Spieler, Bruder. In dem Moment, die fiebern ja auch für ihre Nationalmannschaft. Ist doch klar, dass ihr da, dass die sich ein bisschen getriggert fühlen. Aber passt schon, mach. Alles gut, mach. Aber man muss eins sagen, Chat, Mert ist wirklich, wirklich for real, ne, so einer. Das muss man ihm echt, da muss man ihm so Props geben. Dieser Junge kann einfach, wenn in diesem ganzen Stadion ihn Leute provozieren, er kann einfach das komplett ignorieren und unterdrücken und sagen, ach, juckt mich gar nicht. Ich lass die gar nicht an mich ran. Es juckt mich
mich gar nicht, wenn viele ihn so provozieren. Das muss man sagen, Mert hat so bei sowas echt starkes Mindset. Ich glaube, ich wäre irgendwann geplatzt, aber er zieht das bei sowas schon krass durch. Also muss man schon sagen, das ist nicht einfach. Wir schreien Türkei oder so, wir provozieren gar nichts, aber ich werde die ganze Zeit provoziert, auch von hinten, ich merke das. Wie die ganze Zeit in mein Ohr schreien, aha, die lachen aus und so richtig schlecht. Alter, komm, bitte mach deins rein, Junge. Damit die einfach leise sind, bei Gott, Digga. Aber die einfach Ruhe ist. Komm, schöne Flanke. Schöner Pass. Komm. Ach, bäh. Okay, Jungs, jetzt ist vorbei. Da die Hälfte sind Türken, die beefen sich mit dieser Hälfte Tschechen und wir sind hier. Ich bin hier. Hier ist mein AD einfach. Hier, genau hier. Das war's. Also sagst du mir, ich soll rübergehen. Hier passiert 100%. 100%. Der Albaner kriegt einfach heute Schläge. Was hat er gemacht? Der hat Handy weggemacht, hä? Ja. Nein. Jetzt die Polizei da, weil hier die Situation war schon sehr, sehr, sehr angespannt. Guck mal, jetzt labern die, jetzt geben die den... Kommt da noch mehr? Den Türken die Schuld. Obwohl das die sind, die Randale machen die ganze Zeit. Ach, man. Ach, Arda, ja. Ja? Der fasst mich einfach an. Die suchen Körperkontakt. Mann, boah, ja, war wieso war ich nicht da? Ja, okay, don't touch me, okay? Don't touch me. Er fässt mich einfach an. Und dann heulen die rum, dass ich aufnehme, Digga. Die beleidigt mich einfach. Bruder, die fassen mich an, die provozieren die ganze Zeit. Was schreit die da hinten rum, ja? Was schreit die da unten am Mannakulm, diese Jurtlach-Sesse, Alter, die ganze Zeit? Was schreit die da hinten, Bruder, was will die? Und dann heulen die rum, dass ich aufnehme, Digga. Die beleidigt mich einfach. Bruder, die fassen mich an, die provozieren die ganze Zeit. Ich höre, wie getriggert die sind, ja? Guck mal, die beleidigen einfach. Eine Frau, Bruder, was will sie von mir, Junge, ja? Was willst du von mir? Walla, ich würde diese Flagge nehmen, hoch und sagen und dann so losschreien, Bruder. Was? Scheiße! Halbzeit vorbei. Geil. Ihr wisst nicht, wie wir getriggert werden, ne? Das ist geisteskrank. Es wird krachen. Das macht so Spaß, Leute zu provozieren. Ich verstehe alles, aber was will sie von mir, ja? Was will sie von mir, Bruder? Und das macht so Spaß. Und der eine kommt von oberstem Block bis nach unten, um mich so anzuticken. Alter, was so, irgendwas? Was willst du von meinen Eiern, Junge? So. Zweite Halbzeit beginnt. Heide Türkei, wir brauchen unbedingt ein Tor. Ich sag euch ehrlich, ich möchte auch nicht mit einem Unentschieden als zweiter Platz hier raus. Es war gut, 4 Punkte, ne? Aber Bruder, wir spielen danach gegen Österreich. Eine bessere Aufstellung geht nicht. Also, wenn wir hier nicht gewinnen oder dominieren, wie willst du gegen Österreich es schaffen? Deswegen bitte, zeigt doch mal, was wir wirklich drauf haben. So, los geht's. Heide Türkei. Da gehören immer zwei dazu, schon mal MK, du hast auch recht. Also letztendlich ist es, kann man es natürlich verstehen, schon mal, die sind in der Ecke von den Tschechen. Kann man natürlich verstehen. Ich würde das ja auch jetzt nicht 100% ernst nehmen. Das ist Fußball, Bruder, man fiebert mit, man fiebert für sein Land, man fiebert für die Mannschaft. Es kann natürlich passieren, Bruder, dass da ein bisschen so ein paar Meinungsverschiedenheiten kommen. Aber ich sage immer so, wenn jemand mit Respekt kommt und so ein bisschen es nicht übertreibt, dann kannst du ja auch ein bisschen mitmachen. Also solange jetzt keiner kommt und dir eine Bierflasche in die Fresse wirft oder extrem beleidigend wird, ist sowas, finde ich, normal beim Fußball. So, finde ich. Nächstes Spiel, geh mit Mert hin. Ja, ich will schon mal, für das nächste Spiel will ich mit Mert auch gehen. Ich will ihn aber ich will in die Hooligan-Ecke, Bruder. Ich will da rein. Aber das ist so schwierig, da reinzukommen. Ich versuch's. Aha, es geht weiter. Ich weiß, da kann man nicht filmen, ich weiß. Oh, schade. Ich weiß. Ich will das ja mit Filmen abchecken, weil der von... Also Çarşı Berlin kennen wahrscheinlich viele von euch. Also die Türken müssten die kennen. Die Hooligan-Szene sind ja gute Freunde. Und ich versuche halt da was abzuchecken. Und die fiebern ja bei dem Türkei-Spiel, sind die ja auch dabei. Da war ja ein Kollege von mir und deswegen versuche ich es gerade mit denen abzuklären, da vielleicht ein bisschen zu filmen. Nicht zu viel, eher das Spiel, aber ich will auch ein bisschen die Hooligan-Stimmung mitfilmen für euch. Es ist gerade in Absprache. Ich hoffe es, dass es klappt. Ich hoffe es, dass es klappt. Ich würde es mir wünschen. Danke, Edo-Boss. Jetzt kommt Tor. Jetzt. Bam. Weltklasse. Bruder, das sind ja wirklich 1, 2, 3, 4 Türken zwischen den ganzen...
Tschetschenen, Bruder. Ey, Tschechen, Bruder, wie soll ich mal Tschetschenen, Mann? Das ist halt zu hart. Jawoll, Junge! Und ruhig sind sie! Drei und plus ein Albaner. Ja! So wichtig! So wichtig! Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen! Es geht weiter! Weltklasse. Wir müssen jetzt aufpassen, ja. Türkei ruht sich gefühlt auf diesem 1-0 aus, ja. Gar keinen Bock auf so einen Gegentreffer. Ich will gewinnen, Bruder. Komm, bitte. Ich bin gegen einen Mann weniger und führen 1-0. Scheiße. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Ich kann das nicht. Nach dem 1-0 ist noch mehr heiß geworden hier. Aber das muss ein Foul sein. Das muss zu 100% ein Foul sein. Fünfer Raum. Er kommt gegen den Torwart. Das wird überprüft. 100%, Bruder. Das hat man doch jetzt gerade gesehen, oder nicht? Das habt ihr doch auch gesehen, hä? Was denn jetzt, Bruder? War Foul, ne? Nein. Jetzt wird's hier brenzlig. Ach, die haben das Tor bekommen, Mann. War das kein Foul? Jetzt wird die Hütte brennen. 100%. 0 Georgien, Bruder, hier. Ach nee, später hat ein Tor nicht gezählt. Die Hütte brennt gerade. 1-1, das stimmt. Das ist nicht mal normal. Also, jetzt. War Foul eigentlich? Ja, Bruder, ist umstritten, ich weiß. Viele sagen Foul, viele nicht. Das ist Meinungssport. Ist aber ernst geworden, diese Situation. Egal, Bruder, trotzdem 2-1, passt schon. Situation. Ich hoffe, ich habe. Haben wir hier Leute, die aus Tschechien kommen? Leute, falls wir hier tschechische Brüder haben. Es ist nur Fußball, ne? Ich rede wirklich nur über Fußball, nicht das Land. Das Land ist 0,0 gemeint. Egal welches Fußballspiel, egal was. Ich rede immer nur über die Mannschaften und fertig. Dass ihr Bescheid wisst. Also wenn ich sage, oh, die Wichser, da meine ich die Fußballmannschaft. Auf gar keinen Fall das Land. Das muss ich nur ganz kurz gesagt haben. Dass ihr Bescheid wisst, ne? Ist wichtig. Ach Leute, bitte, wir müssen gewinnen. Mit einem Unentschieden ist Türkei trotzdem Zweiter. Aber hey, wir müssen hier heute gewinnen, bitte. Ich kriege keine Luft, ich bin am Ende. Oh mein Gott, bei mir hier ein Tor passiert. Aua, nein. Meine, die haben gerade das 2-1 geschossen, aber der Schiri hat schon vorher abgepfiffen. Also der hat voll gepfiffen und dann haben wir ein Tor geschossen. Ich nehme gerade das Video mit einer zittrigen Hand auf, Leute. Wenn wir hier verlieren, Georgien steht 2-0. Wenn wir hier verlieren, wenn wir in der letzten Minute ein Tor kassieren, dann ist das Ding over. Meine Hände zittern, Leute. 85 Minuten und ich hab die Aura, dass wir ein Tor kassieren, ne? Alter, Tschechien drückt die ganze Zeit. Efe, danke. Danke dir. Bam. Schade. Mir ist übel. Ich muss kotzen. Ich muss kacken. Ich zitter. Ich krieg keine Luft. Nicht mehr, dass der Torwart ist. Sehr wichtig, weg. Oh mein Gott, wichtig, komm! Komm, bitte! Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Jetzt weiß ich auch, warum er nicht spielt. Jetzt macht es auch Sinn, warum er nicht spielt. Freunde, 6 Minuten Nachspielzeit. Ey, bitte, wer hatte gestern 6 Minuten lang nach diesem 2-1, nach 6 Minuten, wer hatte da diese Arschwasser so und die Schiri? Pfeif endlich ab! Der hat noch 2 Minuten laufen lassen, der Bastard. Der albanische Adam Riese, Risoni, hat den Timer angeschaltet. Ja. In was für einer Situation sind wir gerade gelandet? Dass ich hier Angst um mein Leben habe. Also wegen Türkei, dass die verlieren noch. Dass danke noch für Bild, gerne. Boah, ich bin kein Stadionmensch. Hallo, Nazise. Heute ist das Stadion gut drauf. Geil. Wir sind in Überzahl, komm. Was ist das für ein Schuss? Mann, wie kann man in Überzahl so schlecht sein? Heide, komm, Kellen. Ja! Wie die auf den Boden schaut. Wie die auf den Boden. Gib ihm jetzt Vollkontakt. Jetzt Vollkontakt nach hinten, Bruder. Ja.
mir hat ein Bier ins Gesicht bekommen. Und ich frag mich, warum streitet er sich? Ach Leute, Bruder, die von oben werfen auch Bier runter. Ist doch egal. Ich dusche im Bier. Scheißegal. Wirf mich mit Bier ab. Wirf. Oh mein Gott. Hey, was war das für eine Sprache gerade? Was hat der da gesagt? Wirf mich mit Bier ab. Wirf. Achso, wirf Bier. Oh mein Gott, Leute. Timer, zeig mal Timer. Okay, Spiel ist vorbei. Spiel ist gleich vorbei. Das Stadion dreht durch, komm, pfeif ab. Ja! Da ist ein Flitzer. Ja! Guck mal den an. Amen, Apoi, lass den hin. Bruder, ich hab Gänsehaut, ich fang an zu weinen, ich schwöre. Ich hab Gänsehaut, Digga. Boah, Bruder. Crazy. Ah, passt schon. Fertig, danke. Ja, geil. Stark gespielt. Dankeschön an meine Nationalmannschaft, dass ich diese Gefühle hier erleben darf. Ich schwöre es euch, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Inshallah gewinnen wir gegen Österreich. Und auch wenn nicht, dann lass es aus. Und ich bin dankbar für dieses Erlebnis. Ich muss dahin. Wann spielt Türkei wieder?